Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Video. Gestern startete endlich das lang ersehnte Iron Crown Collection Event. Kurz nach 19 Uhr war es auf der PS4 endlich soweit. Das Event meiner Meinung nach ultra geil. Ich möchte euch in diesem Video zeigen, was es alles an Neuerungen gibt, was sich an der Map verändert hat, was es für Sachen freizuschalten gibt und so weiter. Das Video habe ich so an sich schon fertig geschnitten. Ich habe vergessen, es gibt einen neuen Ort auf der Map zwischen Luftwaffenbasis und Donnerkuppel. Und ich habe leider völlig vercheckt, in diesem Video zu sagen, dass ich euch ein Vorher-Nachher zeigen will, weil man hat, bevor das Event gestartet ist, sieht man zwischen Luftwaffenbasis und der Donnerkuppel so eine Art kleine Baustelle. Wer diese Stelle nicht kennt, die zeige ich euch vorher noch, die habe ich extra kurz vor Event noch besucht, um das hier in das Video mit reinzupacken, und dann zeige ich euch natürlich den Ort während des Events. Das sieht nämlich richtig geil aus. Dann möchte ich euch, bevor das jetzt gleich losgeht, noch einen Trailer zeigen, der gestern kurz vor Eventstart noch rauskam. Der geht eine Minute 30 circa. Der zeigt ein paar Skins, ein bisschen Action auf der Map. Der ist richtig geil, der Trailer. Bleibt bitte bis zum Schluss dran, da verrate ich natürlich auch noch, wann es den nächsten Livestream gibt. Und was ich noch für Videos machen will, das Einzige, was ich vergessen hatte, zum Schluss zu sagen, dass es auf jeden Fall noch ein Video über meinen ersten Solo-Win gibt. Denn ich habe gestern schon in der zweiten Runde meinen ersten Solo-Win geholt. Wer das nicht mitbekommen hat, darüber werde ich auch noch ein Video machen. Das war es jetzt von mir soweit. Viel Spaß bei dem Video, bleibt bis zum Schluss dran, würde ich mich absolut drüber freuen. Bis später. This is what happens when your unit goes AWOL. Many legends fall. Time for you to join them. This sounds like it'll be fun. Looks like today is my day, brother. Bye, brother. See you later. We just getting started. We just getting started. You all ready for the orc train? Oh, that was incredible! Oh man! Next time, give me a challenge. Catch me if you can. Wow! Awesome! I fall only when the gods will it. Bandit King! So, wir starten jetzt direkt mal mit allem, was es so freizuschalten gibt. Es kann übrigens sein, dass es in einigen Tagen noch ein bisschen was dazukommt, weil ich zum Beispiel das Rotpunktvisier, was ich euch schon gezeigt habe vor ein paar Tagen, das sehe ich zum Beispiel in dem gesamten Store nicht. Ich versuche das Video so kurz wie möglich zu halten, aber es wird wahrscheinlich ein bisschen länger gehen als geplant. Ich zeige euch jetzt erstmal sämtliche epische Skins kurz und die legendären zeige ich euch ein bisschen genauer. Also, es gibt für die Bangalore-Skin, dann gibt es ein Musikpack, ein Prowler-Skin, der nicht schlecht aussieht, ein Havoc-Skin, ein Banner, dann ein Triple-Take-Skin, den Hemlock-Skin, den möchte ich euch einmal genauer zeigen, weil ich den farblich absolut ultra, ultra geil finde. Ist ein absolut schöner Skin. Ich finde allgemein, Respawn hat einen echt guten Geschmack für Skins, finde ich. Dann haben wir einen Caustic-Skin, noch so ein Banner, ein Musikpack. Dann haben wir für unsere Lieblingswaffe, die Mosambik, noch etwas. Und für die Eva 8. Und jetzt zeige ich euch nochmal eben schnell, wie gesagt, ein bisschen schneller, damit das Video nicht allzu lang wird. Den Mirage-Skin. Dann finde ich diesen Watson-Skin zum Beispiel ultra, ultra geil. Also es ist einer meiner Favorite-Skins in dem gesamten Event. Den Bloodhound-Skin, den kennt man schon aus einigen Trailern, der sollte den meisten von euch bekannt sein. Den G7-Skin, Skin, den ich gestern gezogen habe, den finde ich zum Beispiel auch sehr, sehr geil. Einer der schönsten Waffenskins vom Event, aber den geilsten Waffenskin, wie ich finde persönlich, das ist der Alternator-Skin. Das ist mein absoluter Favorit im gesamten Spiel bis jetzt. Haut euch gerne mal in den Kommentaren raus, also schreibt in die Kommentare, wie ihr die Skins so findet, würde ich mich sehr drüber freuen, oder was ihr allgemein von dem Event haltet. Der RE45-Skin, den finde ich auch absolut geil. Dann gibt es den Kriegsmaschinen-Skin vom Pathfinder, und ich finde, der passt jetzt hier optisch überhaupt nicht mehr so richtig rein. Wenn man sich die gesamten Skins mal so ein bisschen reinzieht, und auch der R99-Skin, der passt von der Optik her überhaupt nicht in das Event.
Die Skins sehen trotzdem geil aus, keine Frage. Das ist, sollte jetzt auch kein Meckern sein. Dann haben wir den Wraith-Skin, der ist auch bekannt. Den finde ich sehr geil, den habe ich mittlerweile auch schon. Der Lifeline-Skin, das ist mein absoluter Zweitfavorit aus dem Event. Der sieht auch sehr, sehr geil aus. Dann haben wir noch für die Friedensstifter diesen Skin, der ist ein bisschen dezenter. Und diesen Skin habe ich jetzt auch, habt ihr sicherlich im Trailer vorhin so ein bisschen mitbekommen, der Gibraltar mit den Flügeln hinten drauf, den habe ich mittlerweile, also den habe ich aufgezogen gestern. Der sieht auch sehr, sehr geil aus. Danke nochmal an Mo, der mir gestern im Livestream 3 Donations extra für Pack-Openings rausgehauen hat. Und eventuell, wenn ich es schaffe, über das gesamte Event alle Packs zu öffnen, möchte ich das einmal in einem gesamten Video zusammenschneiden als Pack-Opening. So, ach so, das, bevor ich das vergesse zu erwähnen, es gibt ein neues Erbstück, was für Bloodhound ist. So, und hier unten seht ihr jetzt, für 3500 Coins könnt ihr das kaufen. Und jetzt rechnet euch den ganzen Scheiß mal um. Scheiß bewusst, das sind 35 Euro für ein scheiß Erbstück. Also das Erbstück sieht geil aus, weil es ist aktuell noch nicht bekannt. Ihr könnt durch Herausforderungen Packs freischalten. Ihr müsst aber richtig mega krass reinsuchten, um die Packs überhaupt freizuschalten. Und es ist auch noch nicht bekannt, ob man über die 2 Wochen hinaus die Packs freischalten kann. Was Anlass zu dem Gedanken gibt, das zeige ich euch gleich bei den Herausforderungen, dass es eventuell sein könnte. Erfahrungsgemäß aus dem ersten Event war es aber so, dass man nur 2 Wochen Zeit hatte, die Herausforderungen und die dazugehörigen Skins freizuschalten. Was nämlich auch noch ist, sollte man es, falls es wirklich auf 2 Wochen reduziert ist, also das Event ist wirklich auf 2 Wochen, aber das könnte vielleicht länger gehen, dass man das sicher freischalten kann. Ein Pack kostet einfach mal 700 Coins, umgerechnet 7 Euro. Und rechnet ihr das mal 24, dann seid ihr bei 200 Euro. Locker. Knallt ihr hier noch die 35 Euro für das Erbstück drauf, dann seid ihr bei knapp 350 Euro komplett drum und dran. Und das finde ich mega heftig. Natürlich soll das alles so ein bisschen exklusiv wirken, die Skins. Aber ehrlich, 7 Euro für ein Pack, wo 3 optische Sachen drin sind, das ist schon sehr, sehr heftig. Egal, darum soll es aber nicht gehen. Wie gesagt, das ist eigentlich der erste, der einzige Nachteil, den ich in der ganzen Geschichte sehe. So, jetzt zeige ich euch kurz mal, was da grob drin ist in den Packs. Event, episches Objekt, 50% Chance, dass was Episches drin ist, oder 50%, dass was Legendäres drin ist. Ich habe gestern 3 Packs geöffnet. In jedem Pack waren 2 legendäre und ein legendäres und 2 epische Objekte. Und in jedem Pack, also aber nur in diesen eisernen Kronen-Packs, nicht in den Standard-Packs, sind dann noch jeweils 30 Kronen. Die Kronen sind so eine Art Währung, die man auch über Herausforderungen freischalten kann. Und die Kronen, damit kann man Folgendes anrichten. Es gibt noch den Event-Shop, den ihr oben in dem Reiter seht. Hier seht ihr eure Gesamtanzahl an Kronen, die ihr schon habt. 90 habe ich durch die Packs bekommen und die restlichen 25 halt durch Spielen. Und hier seht ihr verschiedene Sachen, die ihr euch kaufen könnt. Einmal für 30 oder für 120. Und hier zum Beispiel für die Wingman für 360 Kronen könnt ihr euch diesen absolut schicken Skin freischalten. Also, das finde ich auf jeden Fall auch nochmal eine feine Neuerung für das Event. So, jetzt sind wir eigentlich mit dem gesamten Spaß hier durch und jetzt möchte ich euch mal so grob die Herausforderung und das Menü zeigen. Dazu mache ich mal meine Kamera herüber, damit ich nichts verdecke. Das Menü sollte klar sein, selbsterklärend. Ich zeige euch aber die Herausforderung hier in dem Menü, denn hier gibt es eine kleine Neuerung. Also es gibt einmal den Reiter Herausforderung speziell fürs Eiserne Kronen Event. Hier steht jetzt nicht, was es als Belohnung gibt, aber ich gehe davon aus, dass das jeweils immer so ein Pack sein wird. Denn ihr habt ja zum Beispiel 2 Herausforderungen, die speziell für den Solo-Modus, glaube ich, sind. 25.000 Schaden machen und dann seht ihr das Pack-Icon und hier nochmal Meistere 20 tägliche Herausforderungen. Und wenn ihr jetzt hier drauf geht, seht ihr dieselben Herausforderungen hier nochmal und hier ist kein Icon dahinter. Ich gehe aber davon aus, weil hier muss man schon ein bisschen was machen. Ihr seht hier zum Beispiel, erreiche 25 Top 5 Platzierungen. Schon könnt ihr wahrscheinlich ein Pack freischalten. Hier steht in einem beliebigen Spiel. Das heißt, ihr müsst nicht unbedingt Solo spielen, aber bei dem restlichen steht nichts von in einem beliebigen Spiel. Deswegen gehe ich hier davon aus, dass ihr das im Solo machen müsst. Octanes Spießrutenlauf. Gehe ich gleich drauf ein. Das ist ein neuer Ort zwischen Luftwaffenbasis und Donnerkuppel. Ich zeige euch gleich mal, wie das vor dem Event aussah. Aus dem Livestream gestern habe ich extra den Ort nochmal besucht und wie das dann live aussieht. Absolut geiler Ort auf jeden Fall. Dann haben wir noch 50 Kills, 25.000 Schaden. Darauf bin ich schon eingegangen. Und was mich vermuten lässt, dass wir länger als 2 Wochen Zeit haben, das freizuschalten, das seht ihr hier.
Wie gesagt, das ist jetzt kein Versprechen, das ist meine Vermutung zumindest. Ihr seht hier, in 6 Tagen und 9 Stunden geht die nächste Woche los. Und dann gibt es wieder wöchentliche Herausforderungen. Und da das hier alles so ein bisschen gelb hinterlegt ist, könnte man eventuell meinen, dass es hier einfach zeigt, dass wir 5 Wochen, so weit voraus zeigt er uns das, dass wir 5 Wochen und 6 Tage Zeit haben, den ganzen Spaß freizuschalten. Also ich würde es begrüßen, wenn es so wäre, denn 2 Wochen, wer jetzt vielleicht gerade im Urlaub ist, der hat absolut keine Zeit, sich den ganzen Spaß freizuschalten. Und das wäre sehr, sehr schade. Ich habe gestern eine Weile gespielt und ich habe nicht viel freischalten können. Und deswegen würde ich das absolut feiern, weil es sind wirklich geile Sachen. Und mal ganz ehrlich, wer will 200 Euro ausgeben, nur um die ganzen Skins zu haben? Das würde ich mega, mega freischalten. Finden. So, was gibt es noch an Neuerungen? Über die Herausforderungen habe ich gesprochen, die Skins habe ich euch gezeigt. Jetzt möchte ich euch in-game mal etwas zeigen. Dazu muss ich jetzt mal kurz ein Spiel starten und dann sehen wir uns gleich im Spiel. Ach, da hinten ist es. Okay, ich sehe es. Hier oben, da ist es. Das ist diese Baustelle mit diesen ganzen Bauelementen. Hier ist, ach, das ist kein Haus gewesen, das war ein Stapel voller, keine Ahnung. Und hier sieht man den Kopf von Octane. Ja, naja, hier stehen so ein paar Bauelemente. Und hier ist nachher die Zone mit dem Ring of Fire Gedöns. Okay. So, ich bin jetzt hier mal live im Solo-Modus und was ich euch zeigen will, wenn ihr die Map jetzt öffnet, ist das Geile, ihr seht einmal, wo ist die Zone, damit ihr schon mal abspringen könnt. Das ist aber, glaube ich, nur im Solo-Modus so. Und was ich richtig geil finde, ihr seht hier oben links, seht ihr alle Herausforderungen. Und das ist auch eine Neuerung, die ich absolut, absolut geil finde. Falls man vercheckt hat, was man noch alles machen muss, dann seht ihr das hier. So, jetzt möchte ich hier mal diesen Ort anpingen. Spießrutenlauf nennt er sich. Und da springen wir jetzt einfach mal hin. Und das ist nämlich der neue Ort im gesamten Spiel. Ich finde zwar, dass der optisch so überhaupt nicht richtig in diese Map passt. Und ihr seht auch hier, da springen meistens die meisten hin, weil die alle irgendwie dahin wollen. Und da gibt es nämlich ein kleines Gimmick. Falls ich das jetzt hier nicht hinkriege, schneide ich das einfach aus meinem Livestream raus. Aber ich finde diesen Ort unheimlich geil, der hat was. Ich lande einfach mal hier oben, um euch das von oben ein bisschen zu zeigen. Bevor ich jetzt hier irgendwie runtergepusht werde, habe ich jetzt 30 Sekunden Zeit, das von oben so ein bisschen zu zeigen. Ihr seht hier so ein paar, das sieht so aus wie so ein bisschen Motocross, so eine Motocross-Schanzen. Ihr kennt ja von Octane diesen Skin mit diesem Helm und das hat so ein bisschen den Style von Motocross. Das finde ich ultra, ultra geil. So, ich hoffe, ich gehe jetzt hier nicht drauf, denn ich will euch mal kurz zeigen, was man hier Schönes machen kann mit den Schanzen. Ihr geht hier hoch, dann slidet ihr hier runter durch das Teil und wie ihr hier seht, ach fuck, ich habe vergessen, Viereck zu drücken, ist in diesem Ring ein Objekt, das kann entweder so eine Rüstung sein. Achtung, Viereck gedrückt, halt, es hat schon wieder nicht geklappt, verarschen. Dann machen wir das nochmal. Jetzt habe ich's. Okay, das könnt ihr auf jeden Fall hier ergattern. Da kann auch eine goldene Waffe drin sein, was richtig, richtig geil ist. So, das wollte ich euch eigentlich nur mal grob zeigen. Und was ich gehört habe, das konnte ich aber selber noch nicht bestätigen. Ihr kennt ja oben rechts, da seht ihr ja die Squad-Anzahl und ihr seht eure Kills. Und das hatte mir nämlich ein Mod, Louis hat das mir erzählt, es gibt jetzt eine Assist-Anzeige, kann ich im Solo natürlich schlecht zeigen, mir ist es aber auch gestern im Normalmodus nicht aufgefallen. Wenn ihr einen Assist beim Kill macht, habt ihr jetzt auch eine Assist-Anzeige, die zeige ich euch jetzt nicht, weil, wie gesagt, ich habe es gestern nirgendwo gesehen, vielleicht ist das vorerst nur auf PC so, ich spiele auf PlayStation. Das war jetzt erstmal das, was ich euch live hier noch zeigen wollte. Und was mir auch aufgefallen ist, ich finde die Stabilität ist deutlich besser zu spüren. Also ich bin gestern ganz, ganz selten mit Code Leaf rausgeflogen. In-game bin ich gar nicht rausgeflogen, was ich auch absolut geil fand. Und ich finde, es ist gar nicht so schwierig, auch im Solo-Modus den einen oder anderen Win vielleicht zu holen. Ich habe gestern nach der 2. Runde schon meinen 1. Win gehabt. Ich möchte euch, bevor das Video gleich zu Ende ist, Moment, ich beende hier mal das Match, möchte ich euch noch darauf hinweisen, was es in den nächsten Tagen noch für Videos gibt. Ich möchte nämlich ein Video darüber machen. Ich bekomme sogar EP fürs Quitten. Okay, ist ja interessant.
Was kommt noch? Den nächsten Tag möchte ich ein Video machen über sämtliche Wünsche, die ich mir so von Apex noch vorstelle. Ich habe vor kurzem ja mal einen Shoutout gemacht, ob ihr, was ihr für Ideen für mich hättet, was ich für Apex noch für Videos machen könnte. Und da hatte einer die Idee, was ich an Änderungen in Apex Legends mir noch so wünschen könnte. Da zum Beispiel die Assist-Anzeige ja jetzt im Spiel zu sein scheint und das einer meiner Wünsche wäre, möchte ich jetzt demnächst mal ein Video darüber raushauen, was ich mir vorstellen könnte, meiner Meinung nach, was man noch alles an dem Spiel verändern könnte. Dann gibt es am Donnerstag, heute haben wir Mittwoch, morgen gibt es den nächsten Livestream, da werde ich wahrscheinlich fast ausschließlich Solo spielen. Am Sonntag wird es noch einen Livestream geben und das war es eigentlich, glaube ich, soweit von allem, was es, finde ich, über das Event zu erzählen gibt. Wie gesagt, ich finde das Event ultra geil. Lasst euch bitte mal in den Kommentaren aus, wie ihr das Event allgemein findet und die ganzen Skins. Lasst einen Daumen für das Video nach oben da. Ein Abo, wenn ihr neu seid, um keine Infovideos mehr zu verpassen. Es könnte sein, dass in den nächsten Tagen noch ein Patch-Note-Video kommt, weil ich glaube, hier und da wurde noch ein bisschen was gefixt oder verändert, was vielleicht nicht gleich offensichtlich ist. Das werdet ihr auf jeden Fall bei mir mit als allererstes erfahren. Das war es jetzt soweit von mir. Haut rein, bis morgen.